Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji, Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir uns an alle Gegner gekonnt, ja, vorbeigeschlichen, sag ich mal. Und ja, machen wir weiter damit. Jetzt ganz ehrlich, das wird langsam ein bisschen lächerlich. So, was ist jetzt schon wieder? Kommt da schon wieder ein großes Schiff und dann muss ich schon wieder weitergehen? Okay, der Typ kann eindeutig nicht schwimmen. Schon wieder, jetzt ist schon wieder ein Großschiff. Langsam zieht sich die Level auch ganz schön, ne? Ah. Jetzt schon zwei Parts hintereinander und das scheint auch nicht zu enden irgendwie. Jetzt hier rüber, dann darüber. Also langsam können sie mal hier Schluss machen. Kämpft doch nicht gegen die alle hier. Ja. Wie lange das dauern würde? Nein, warum habe ich das jetzt gedrückt? Keine Ahnung, mein Gehirn war jetzt irgendwie aus. Ich glaube, ich wollte blocken oder so, habe dabei L1 gedrückt. Oder das ist die Blockentaste. Das weiß ich jetzt. Meine, das wissen wir jetzt. Egal. Schön, was erzählen könnte, ist, dass ich statt 5 Boss brauche. Ey. Nein. Egal. Oder sowieso nicht einsetzen. Hey. Oh, lass mich hier durch, danke. Wäre ich gespannt, wie die ganze... Mann, hör auf, dich da anzuhängen und geh da einfach rüber. Wäre ich gespannt, wie die ganzen Parts so rüberkommen. Ja, die letzten. Weil ich ja noch nicht... Ja, so kann ich auch da rüberkommen. Ja, wie lässt euch kämpfen, ne? Ich mag die Stage nicht, ganz ehrlich. Irgendwie funktioniert ja gar nichts in dieser Stage. Muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, das ist ein beschissenes Layout zum Kämpfen. Du... Ich sehe viel zu viele Gegner. Das ist irgendwie nicht... gut durchdacht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und Spaß macht das irgendwie auch nicht. Ich will einfach nur hier, will irgendwie nur, dass die Level hier endet, ganz ehrlich. Wäre echt heilfroh, wenn das hier zu Ende ist. Mal wieder irgendwie normal irgendwie kämpfen. Dann ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass wir hier auf so ein Schiff waren jetzt. Weil diesmal ohne Gebietwechsel anscheinend. Da guck ich dann an, da sind zwei von diesen fetten Typen. Die soll ich mal so ganz schlicht einfach erledigen. Ja, das sind natürlich 10 Milliarden fliegende Viecher hier rum. Am Fliegen. Er hat von Pfeilen beschossen. Ich möchte ehrlich gesagt nur, dass die Level hier endet. Mir gefällt die absolut gar nicht. Vor allem ist ja nicht, als würde ich hier irgendwie die ganze Zeit was Neues machen. Ich tue von einem Schiff zum anderen rennen. Alles sieht gleich aus irgendwie. Was? Oh, sehr gut. So, sehr schön. Wir sind hoffentlich hier fertig mit den Schiffen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Boss, ne? Habe ich denn einen Speicherpunkt noch? Okay, ich bin jetzt in neuen Gebiet. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Boss, ne? Ach, kommt hier weg. Tschüss. Ich bin ja heilfroh, hier nicht diese ganzen Barrikaden aufstellen, dass man hier alles töten muss. Nur dann kämpfe ich gegen welche. Ansonsten sehe ich dort nicht ein. Also, viel dazu.
Ah, da muss ich erstmal Schild hier. Guck mal, die machen das hier schon zum Standard. Die erwarten, dass man so viele Gegner bekommt. Das passt halt nicht. Das ist ein bisschen unverschämt. Für so Probleme genug. Da muss mein Kamui mal auffüllen, danke. Aber wenigstens sind wir nicht mal auf Schiff, oder? Das ist schon mal sehr gut. Bams. Ah, zwei Gegner sind auch noch da. Die Kamera ist seit langem auch schon ein riesiges Problem, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir nähern uns da, nehme ich mal an, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir im Spiel eigentlich sind. Aber wir haben schon alle Waffen so hoch wie möglich aufgepusht. Wir haben die Auswahl jedenfalls. Der eine Typ ist tot, die andere ist tot, die Oma ist dann nur noch übrig und der Anführer. Wenn ich mal so, wir sind so, wir nähern uns so den Endspurt. Da kann ich ja jetzt schon mal ein paar Sachen adressieren. Die Kamera ist richtig beschissen. Ich hasse es, wenn ich irgendwie gegen dutzende Leute kämpfe und dann kommen irgendwie so Pfeile aus dem Bildschirm, die ich nicht sehe. Weil ich meine Kamera nicht in dem Punkt habe, dann ist kacke. Das ist ein Speicherpunkt, das ist auch gut. Da, jetzt sehe ich hier schon wieder einen roten Pfeil. Da, genau das meine ich. Das ist kacke, wie kann man sowas machen? Oh. Hey, das ist einfach so fies gegenüber dem Spieler. Ah. Kleine ist wahrscheinlich irgendwo ganz unten, ne? Oh nee. Nicht so weit, ey. Mach jetzt keinen Scheiß. Warte jetzt auch was. Wo denn? Okay. Ich hab nichts gesagt. Solange er so ein Ding ist. Oh, eine Truhe auch gut. Ein Apfel ist nicht schlecht. Ach so, okay. Also ich komme hier mal in so einen zufallsgenerierten Raum wie in diesen einen Höllenportal-Ding. Weil das ist hoffentlich nur einmalig. Wenn jetzt jedes Mal, wenn ich da runterfall, Gegner kommen, ne? Vielleicht nur eine weitere Sache, an dem ich mich beschweren kann. Weil ich werde alles, weil ich auf schwer spiele. Vielleicht kommen ja mehr Gegner irgendwie. Wenn ich auf schwer spiele, ich weiß es ja nicht. Aber bitte sag mir, das ist jetzt schon unten. Nö. Der Raum ist da unten. Wart. Gute Dinger zum Festhalten. Zack, speichern. Ha. Also wie gesagt, die Kamera ist ein bisschen doof. Ich meine jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der was dagegen hat. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was mit allen Leuten los ist. Ich kann ja AP von jemandem wieder erhöhen, oder KP oder Leben oder was weiß ich. Ein Schmetterling mit roten Flügeln schmückt die Wand. Unter ihm sieht er eine runde Vertiefung. Ja. Okay. Da hinten sehe ich schon was Rotes. Hi, na? Komm mal her. Jupp. Am besten alle mit einem Schlag weg. Das wäre nämlich richtig toll. Nein, ah, oh. Euer letzte, willst du mich verarschen?
Wo ist es? Rote Torperle. Okay. Wurde schon gesagt, was ich damit mache, anscheinend. Ah, okay. Komm, packen wir die doch direkt rein. Da sind schon wieder Bogenschützen. Ich sehe. Oh nee. Okay. Auch mal. Tschüss. Wo ist nach oben? Okay. Wahrscheinlich von der anderen Seite öffnen. Okay. Da die nächste. Ist nicht. Au, aua. Nicht ungemütlich hinsetzen während der Aufnahme. Holla. Was ist denn das? Herz des großen Kriegsschiffs. Das sehe ich. Oh. Aus Neid, ich will da runter. Ja, ich will da runter. So, diese Dinger hier, was ist damit? Darauf steht, findet Barrierenschattentafel, Barrierenschattentafel 1. Barrierenschattentafel 1. So, kann ich irgendwo noch so ein Ding reinstellen? Barrierenschattentafel 2. Ich muss mal irgendwie, ah, sowas, genau. Oh Mann, kann ich keine rote da rein tun? Warum nicht? Mann, da ist 3 oder 4 irgendwo da unten. Kann ich das nicht so kaputt machen einfach? Nur mal hier hoch. Ich brauche eine rote, wenn es geht. Oh geil. Ich habe noch gar nicht gesehen. So, ich brauche einen roten Schmetterling, wenn es geht. Danke. Dann hätte ich gerne eine blaue Kugel. Weil das ist ein blauer Schmetterling. Der will noch blaue. Da ist ein roter. Hi, na? Ich geh da mal, ne? Ja. Wollt mich doch gar nicht ordentlich. Ich geh jetzt nicht weiter, was ist das denn? Oh. Wöp! Kollege, pass auf. Du auch. Oh ne, wo lande ich jetzt schon wieder?
Akzeptieren für welche? Oh, neuer Gegner, gerade noch gefehlt. Bank, haut sie alle weg. Ey, wie, du hast meinen Angriff unterbrochen. Gibt's doch nicht. Ah, nicht in den Hintern. Bank ist einzige Schwachstelle hier. Meine Güte. Verreckt, danke. Kommen sie wieder, und damit meine ich, kommen sie nie wieder. Kommen sie bloß nicht wieder. Was? Boah, schon wieder der gleiche Ort oder was? Sag mir aber bloß nicht, dass ich jedes Mal in so einen Raum komme, wenn ich irgendwo runterfalle. Doch. Doch. Oh nee. Was? Was ist das denn für ein Dreck? Och man, echt? Hey, da kann ich gerade nicht haben. Boah. Jetzt wird das Spiel wieder nervig. Doch, ich habe den nervigen Part hinter mir. Oh nein, dann wird es immer noch nerviger. Ich hab Bock, jetzt mal gegen diesen Fetten zu kämpfen. Also doof. Jetzt mal hinterlassen die so. Ist er ja. Warum greift er jetzt in Zeitlupe an? Das Spiel auf normal spielen sollen, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es so schwer ist. Boah, es geht mal, wenn ich herunterfalle, muss ich gegen diesen Pisser kämpfen. Das gefällt mir nicht. Also wenn ich gerade mal vor, die nervigen Sachen vorbei sind, dann kommen noch nervigere Sachen. Sich da dran zu schwingen bringt ja auch nichts anscheinend. Das ist ja richtig geil. So, speichern. Jetzt kann ich mir aber wieder einen roten Ding holen. Eine rote Kugel. Wahrscheinlich verschwindet die dann wieder. Ah. Ja, nee, geht doch gar nicht. Irgendwo muss ich die ja reintun können wieder. So, gib mir. Und sind die Gegner hier weg. So, wo bin ich jetzt hier? Ich weiß es schon wieder nicht. Das sagt mir nichts. Und da bin ich gekommen, ne? Dann habe ich den Weg da wieder gemacht, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Warum zieht sie so wenig ab, ganz ehrlich? So. Weil nicht, dass ich hier mal runtergefallen bin.
Hier ging's noch weiter, ich weiß, aber lass erst mal gucken, was hier ist. Wir müssen erstmal so alle Wege so öffnen. Ja, genau so meine ich das. Bams. So. Hi, na, Gegner. So sicher aus. Tschüss. Naja, hier ist nichts so ein Tor, also. Tschüss. Oh. Oh. Bogenschützen, ernsthaft? Ihr könnt es einfach nicht lassen, ne? Ihr geht mir ohne Ende auf Nerven. Wisst ihr da eigentlich? Hier, Freck. Deine haut überhaupt. Ah, oh, ernsthaft, ich kann eigentlich mal. Boah. Mach das doch kaputt, Mann. Jetzt du. Boah, ich war aber schnell genug. Haha. Haha. In den Hintern, ich hab dir auch gesagt. Nicht in die Pobacken. Lass mich das untersuchen. Danke. Aua. Mach bitte. Boah, du Kleiner. Boah, der lebt immer noch. Die Krise. Noch du übrig? Okay. Bams. Heult er wieder unnötig viel aus. Diese Viecher hätten sie ausstreichen können, ganz ehrlich. Wenn er jeden Gegner kommen die raus. Das ist so nervig. Barriere-Tafel, okay. Das ist immer gut. Dann haben wir sogar was erreicht, irgendwie. Warte, da ist noch was. Unbesiegbar. Die Waffe ist in ihrem Namen treu. Sein Besitzer muss keinen Kampf verlieren. Ist das ein Schwert? Nee. Ein Knüppel für Benkei. Oder nicht. Immer die hier. Wo jetzt nicht. Jetzt ist sie noch schwach. Boink. Ja, ich glaube, die wird stärker als die anderen Waffen. Sie hat schon mit 310 gesegnet. So, Benkei, zeig mal. Kann ich aufladen. Aber ich kann den Angriff wieder machen, geil. Okay, cool. Bei den Angriff kann man nicht aufladen, das finde ich ein bisschen doof. Egal. Können wir für allen anderen Charakteren nochmal eine Waffe oder was? Ist doof, da muss ich ja wieder alle hochleveln. Ha! Bam, in your face. Aber jetzt zurück. Wer hat dann die letzten Waffen? Ja, kommen da noch mehr? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, sie kommen schon wieder raus. Ich ignoriere sie einfach. Ah, wieso nicht, ne? Sind schon genug Gegner, hallo? Die verfolgen mich nur, die sind nur nervig. So, jetzt. Und ich hau da lang, ne? Meine Güte. Mann!
Können die mal aufhören? Jedes Mal, wenn ich irgendwo gegenlaufe, halten die sich irgendwie da erst da fest. Das ist Kacke. Boah. Oh, was ist das denn? Wir noch gegen diese kämpfen. Alter. Ja gut, ich brauche jetzt ein bisschen Geld. Ich nenne es jetzt einfach Geld. Punkte, was weiß ich. Ich nenne es Punkte. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder von Anfang an dahin rennen. Oh. Kann ich diese Tafel da mal einsetzen? Ja. Problem, man muss da eben durch dieses Uhrwerk. Das sieht so nervig aus. Aua. Schon wieder unbequem hingesetzt. Warum merke ich halt erst, wenn ich da weggehe? So ein ganz klein bisschen wünsche ich mir schon, dass das Projekt irgendwann zu Ende ist, weil es ist ein bisschen anstrengend. Es ist wirklich verdammt anstrengend, das Spiel aufzunehmen. Obwohl es eigentlich Bock macht. Also die letzten Sachen, die waren jetzt ein bisschen nervig. So, speichern. Ich möchte noch ein Ding da einsetzen. Ich glaube, wie es so wort war. Wird bestimmt auch irgendwas bringen. Dann laufen wir nochmal zum Speicherpunkt zurück und dann machen wir für heute Feierabend. Also ich. Und für den Part, ja. So, ist da jetzt was? Ja. Wahrscheinlich letzte, ja, die letzte Kugel. Dann. Gehen wir mal, ich glaube, da lang war das, ne? Und holen uns. Was auch immer. Was auch immer ich bekomme dafür, oder was auch immer dadurch passiert. Wahrscheinlich kann ich dann die anderen Aufzüge da benutzen, ne? So, hier war das, ne? Okay, cool. War auch noch erledigt. Dann gehen wir mal zurück und speichern wieder. Und tun dann. Weiß ich nicht. Ein paar Pen, ja. Weiß ich auch wieder offscreen ein paar Punkte sammle. Für Benkeis neue Waffe oder für die nächsten Waffen, die jetzt darauf folgen. Sieht's mir so aus. Wird auf jeden Fall stärker als alle anderen Waffen. Guck ich meinen Unterschied hier an. Der ist jetzt schon stärker als der Deberknüppel passt oder der Drachenzorn. Ja. Wird übel. Gott sei Dank. Dann speichern wir hier. Ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann hier. In der nächsten Folge. Von Let's Play. Genji, Days of the Blade. Warum muss ich jetzt einen Moment über den Titel nachdenken? Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.